Im September 2021 fanden erneut die internationalen deutschen Kavalleriemeisterschaften statt. Auf dem Gelände der Thüringeti in Krawinkel konnten sich Reiter und Pferde in den verschiedensten Disziplinen beweisen. Auch die faszinierenden und originalgetreuen Kostüme ließen die Zuschauer und Zuschauerinnen durch die Geschichte reisen. Der Vorsitzende des Deutschen Kavallerieverbandes, Peter Lachmeier, erzählt uns, worauf es bei den internationalen Meisterschaften ankommt. Ja, es sind die sechsten internationalen Meisterschaften der Kavallerie, die wir hier in Deutschland durchführen. Wir haben das 3 Jahre lang in Gotha gemacht, 3-mal in Gotha erringen. Auf dem Boxberg gemacht, und das ist jetzt das 3. Mal, dass wir das hier in Krawinkel machen, in der Thüringeti. Auch diese Einheit das ist ideales Gelände. Also die Thüringeti bietet ja 2400 Hektar Steppengelände, das ist viel Raum, da kann man toll reiten. Wir brauchen also immer viel Gelände, und das findet man hier. Das ist wie vor 100 Jahren. Ja, wir haben etwa 120 Teilnehmer, die jetzt hier an der Veranstaltung teilgenommen haben. Die kommen aus Deutschland natürlich. Wir haben 6 Mannschaften aus Deutschland, 2 Mannschaften aus der Schweiz, 1 Mannschaft aus Frankreich, 1 Mannschaft ungarische Husaren. Ja, und dann haben wir noch Tentpegging-Mannschaften, also das ist so eine Spezialdisziplin. Korrektheit, das ist also die korrekten Farben, die korrekte Uniform getragen wird, die korrekten Ausrüstungsgegenstände, also sprich jetzt wie die Feldbinde hier oder das Bandolier. Das muss halt originalgetreu sein. Also besonders anspruchsvoll ist der 10 Kilometer Geländeritt, den wir machen. Das Gelände hier ist anspruchsvoll. Und dann natürlich das Reiten mit Säbel und Lanze, das ist die Königsdisziplin. Also das geht nur, wenn man wirklich ein sehr, sehr gut ausgebildetes Pferd hat, was in Dressur springt, gut läuft, dann kann man damit anfangen. Im Anschluss an die Schweizer Dragoner begrüßen wir das Thüringer Team unter der Leitung unseres 3-maligen deutschen Meisters Karl Wollenhaupt. Hinter den beiden Thüringern reiten die Husaren 19 aus Ungarn. Abstand halten ist ja unser Hobby. Und dann...